LTI Gießen 46ers TV. Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV. Nach der deutlichen 82-102 Heimpleite gegen den Playoff-Kandidaten aus Bremerhaven. Wir haben heute den Tryout-Spieler Tash McCullough zu Gast bei uns im Studio. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, how are you doing? Ja, Tash, am Anfang habt ihr mal ganz schnell mit 4 Punkten geführt. Danach seid ihr eigentlich konsequent einem Rückstand hinterhergelaufen bis ganz zum Schluss. War Bremerhaven heute eine Schippe zu stark für euch? Ich glaube nicht, dass sie unbedingt so viel besser waren als wir. Sie kamen einfach mit mehr Energie aufs Parkett. Ich glaube, wir konnten einfach nicht die Intensität abrufen, die nötig gewesen wäre. Vor allem in der Abwehr waren wir schwach, haben viele einfache Punkte zugelassen. Wenn wir was reißen wollen, dürfen wir natürlich nicht so spielen. Man hat auch das Gefühl gehabt, euer Spiel war besonders in der ersten Halbzeit sehr statisch, also da war sehr wenig Bewegung drin. Erst nach der Halbzeit wurde es besser. Seid ihr da schlecht in die Partie gekommen? Stimmt, irgendwie haben wir einfach nicht ins Spiel reingefunden. Bremerhaven hatte das erste Ausrufezeichen gesetzt und davon haben wir uns das ganze Spiel nicht erholt. Direkt nach der Halbzeit hatten wir zwar mehr Intensität im Spiel, aber es war viel zu kurz. Sie haben uns einfach auch nicht richtig rankommen lassen. The outcome of the game was just how it was. Ja, und jetzt wollen wir es uns auch nochmal anschauen. Hier unser Spielbericht für euch. Direkt rein in die Partie. Es ging zunächst gut los für Gießen. Pilcevic mit einem Steal. Pass auf Bernard, der wieder zurück auf den Spielmacher der Mittelhessen. 2:0 die Führung für die 46ers. Und so ging es erstmal weiter. Ovcina bedient hier mustergültig Koko Achibong. Der schließt per Dunking ab, freut sich dann aber etwas zu lange über seine eigenen Punkte, denn die schnellen Jungs aus Bremerhaven fackeln nicht lang und verkürzen mit diesem wunderschönen Alley-Oop des Ex-Gießeners Anthony Smith. Die 4-Punkte-Führung der Gießener sollte die einzige im gesamten Spiel bleiben. Denn ab jetzt zeigten die Eisbären deutlich, warum sie zu den Playoff-Kandidaten gehören. Zachary Peacock mit einem krachenden Dunking. Bremerhaven auch mit einer unglaublich starken Dreierquote. Terrell Everett schraubt den Spielstand auf 14:8 für die Gäste hoch. Und wenn die 46ers mal gedankenschnell waren, wie hier Ovcina und Bernard mit diesem schönen Einwurftrick, dann wurde auf der anderen Seite gleich wieder geschlafen. Die Abwehr der Mittelhessen völlig indisponiert an diesem Abend. Bis zur Pause wurde es leider nicht besser. Unser Studiogast mit einem zu harten Passspiel auf Archibong. Der bekommt den Ball nicht richtig zu fassen. Das nutzt Bremerhaven direkt mit diesem Fastbreak aus, den wiederum Smith per Dunk abschließt. 19:10 für Bremerhaven. Einzig und allein Barry Stewart erreichte Normalform. Der US-Amerikaner hielt Gießen mit diesem Dreier im Spiel und war mit insgesamt 23 Punkten erneut Topscorer der Partie. Und hier eine Szene, auf die wir Tash McCullough gleich nochmal ansprechen werden. Der Tryout-Spieler rutscht aus, humpelt dann die Seitenlinie entlang und lässt sich auswechseln. Die letzte Aktion vor der Halbzeit, bezeichnend für das Spiel der Mittelhessen. Pilcevic dribbelt sich selbst schwindelig, vertändelt den Ball und erneut ist es der starke Anthony Smith, der zwar mit neuer Frisur in die Osthalle angereist war, aber bewies, dass er nichts verlernt hat. Mit einem 39:53 Rückstand gingen die 46ers in die Halbzeit. Trainer Harmsen beim Blick auf die Anzeigetafel fassungslos. Seine Pausenansprache muss aber gefruchtet haben. Gießen kam mit ordentlich Schwung aus der Kabine. Pilcevic per Dreier. Pruitt danach trotz Bedrängnis mit diesem Korbleger. Nach 5 schnellen Punkten glaubten die Anhänger schon an eine Aufholjagd. Gästetrainer Douglas Spratley nahm nach handgestoppten 46 Sekunden direkt eine Auszeit. Und seine Männer konzentrierten sich anschließend wieder auf ihr klasse Offensivspiel. Bremerhaven glänzte mit einer Trefferquote von 67% aus dem Feld. Peacock mit dem Steal gegen Pruitt und mit einem krachenden Dunk zum 59:46 für die Eisbären. Als die Nordlichter dann auch noch in die Trickkiste griffen und McNaughton diesen LA-Jupe draufsetzt, platzt Coach Harmsen der Kragen.
Nach einem 16:0-Lauf knackt Mike Smith mit diesem Dreier auch noch die 100er-Marke. Viele Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt allerdings schon auf dem Heimweg. Ja, sie haben einfach ihre Spielzüge abgerufen. Wir haben zwar gekämpft, aber sie sind davongezogen. Davon haben wir uns das ganze Spiel nicht erholt. Sie waren uns einfach überall überlegen. In der Transition haben sie viele Dunks und Layups gemacht. Sie haben ihr Spiel einfach durchgezogen. Das war ein Sieg der ganzen Mannschaft, der uns den Playoffs näher bringt. Klar, Gießen war meine erste Station hier in Deutschland, aber darauf konnte ich keine Rücksicht nehmen. Wir mussten gewinnen und waren gut drauf heute. Ich wünsche Gießen natürlich nur das Beste und ich hoffe, dass sie die Liga halten werden. Ja, nächste Woche wird es dann auch nicht gerade viel einfacher. Bayreuth ist zu Gast in der Sporthalle Ost. Tasch, für einen Spieler wie dich, du bist jetzt eigentlich in der Mitte der Saison gekommen. Ist das schwieriger, dann in so ein Team reingeworfen zu werden, als wenn man zum Beispiel die gesamte Vorbereitung mitmachen kann? It's a bit tough coming in the middle of the season. Es ist schon ein bisschen schwieriger, wenn man mitten in der Saison herkommt. Man darf dann auch nicht gleich übermotiviert ins Spiel gehen. Ich versuche einfach das abzurufen, was ich am besten kann, um dem Team zu helfen. Aber heute Abend habe ich bestimmt nicht mein bestes Basketball gezeigt. Alles, was wir jetzt tun können, ist härter an uns zu arbeiten. Dass du dem Team helfen kannst, hast du schon bewiesen, glaube ich. Du hast aber vorhin ein bisschen am Knöchel Probleme gehabt, hast dich dann auch auswechseln lassen. Bahnt sich da eine Verletzung an? Was denkst du? Dem Fuß geht es schon wieder viel besser. Ich habe nur ein bisschen verkrampft. Mit ein bisschen Eis und einer kleinen Behandlung ist alles wieder gut. Also ist nichts Schlimmeres passiert? Ja, it's good. It's good. Not a problem. Okay, dann hoffen wir, dass mit deiner Unterstützung die Gießener wieder die Trendwende trotzdem schaffen können. Und dann bedanke ich mich bei dir, wünsche dir weiterhin alles Gute. Alright, man, thanks. See you later. Good night. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Ausgabe des LTI Gießen 46ers TV wieder. Tschüss, bis dann. LTI Gießen 46ers TV.